Hey Freunde und willkommen zu einem weiteren Random Steam Game. Heute spielen wir Blossom Tales, The Sleeping King. Das ist so eine Art Zelda-like Spiel. Also man wird sehr viele Parallelen zu klassischen Zelda-Spielen hier sehen. Und es hat wirklich schön Artstyle, wirklich schön Pixel-Artstyle. Ihr werdet es gleich sehen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Von der Lautstärke finde ich es eigentlich sogar recht machbar. Grafik kann man auch noch umstellen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Mehr weiß ich über das Spiel nicht. Ich habe es nur gesehen, dachte mir, es sieht echt nice aus. Und ich habe wieder mal Bock auf ein Zelda-Abenteuer. Bevor wir mit den richtigen Zeldas weitermachen. Opa, Opa! Sag ich doch, der pennt. Er ist doch ständig nur am Schnarchen. Opa! Oh, meine kleinen Enkelkinder. Was für eine schöne Überraschung. Er ist aufgewacht, ein Wunder. Opa, bitte erzähl uns eine Geschichte. Ja, eine Geschichte. Aber habe ich euch schon mal vom tapferen Elfjungen erzählt, der im magischen Land... Ja, so ungefähr 100.000 Mal. Eine, die wir noch nicht kennen, Opa. Ich weiß eine. Ich erzähle euch die Sage vom großartigen Königreich der Blüten. Oh ja! In diesem bezaubernden Königreich lebte ein junges Mädchen namens Lilly. Lilly genoss ein ruhiges, friedliches Leben mit ihrer Großmutter. Zumindest bis der Tag anbrach, auf dem sie gewartet hatte. Diese Geschichte beginnt an einem für unsere Helden sehr besonderen Tag. War es ihr Geburtstag, Opa? Nein, es war etwas viel Außergewöhnlicheres als ein Geburtstag. Manche Tage kommen nur einmal im Leben. Oh je, sie ist immer noch im Bett. Na los, Schlafmütze, aufwachen. Guten Morgen, Lilly. Ah nein, ich hab verschlafen. Du hast dich so auf heute gefreut, dass du nicht schlafen konntest, oder? Natürlich nicht. Auf diesen Tag habe ich mein ganzes Leben gewartet. Denk dran, wann immer du einen Rat brauchst, kannst du zu mir kommen. Dann mach ich dich mal auf. Oder mach du dich mal auf. Sonst fangen sie ohne dich an. Habt ihr lieb, Mama? Und da sind wir. Wir spielen als Lilly und sind in einer Geschichte, in einer Abenteuergeschichte, die uns unser lieber Opa erzählt. Und, okay, wir können erstmal ein paar Münzen sammeln. Lauf schnell, du wirst doch nichts verpassen, oder? Aber ich will mich hier umschauen. Interessant auch, dass man sich schräg in alle Richtungen bewegen kann. Klar, das Sprite zeigt das natürlich nicht, aber das war auch in älteren Spielen schon so. Und warte mal, hier ist ein Brief. Die Zeit des Aufbruchs zu unserer Mission ist gekommen. Wie du weißt, sind mein Mann und ich zwei loyale Rittersleute vor kurzem auf das Geheimnis gestoßen, das Krokus Verrat beweisen könnte. Wir werden in das Ödland reisen und dort hoffentlich Beweise dafür finden, dass der Hexer eine Ork-Armee heranzüchtet. Unser anderes Ziel ist es, seine Pläne zu verlangsamen, indem wir seine dunklen Magier vernichten und ihn somit zum Ausheben einer neuen Armee zwingen. Ich überlasse sie dir. Falls wir nicht zurückkehren, hab sie bitte genauso lieb, als wäre sie dein eigenes Enkelkind. Erziehe sie zu Stärke und Mitgefühl. Und was auch passiert, lass sie auf keinen Fall eine Ritterin der Rose werden. Eine Ritterin der Rose? Wieso denn nicht? Und das meine ich mit der schönen Pixelgrafik. Das hat doch was, oder? Lilly zog ihre Landkarte hervor und markierte ihr Ziel mit einem gelben Rechteck. Was? Okay. Opi, woher weißt du das alles? Ja, das ist auf jeden Fall sehr Zelda-themed. Erweiterungen. Aha, also so Herzteile und... weiß nicht, Mana-Teile? Was hab ich gemacht? B gedrückt? Ah, so komme ich wieder ins Menü rein. Hier haben wir halt die Karte. Hier ist doch gar nichts. Okay. Und... Tagebuch. Ah, das zeigt an, was die letzten Texte waren. Okay. Ja. Noch haben wir halt nichts, aber wir sehen, das Spiel ist nicht kurz. Wir haben ein großes Abenteuer vor uns. Ich möchte mich hier ein wenig umsehen. Die Mauern, die unser Königreich umgeben, bewahren uns vor allerlei Gefahren da draußen. Sicher? Vielleicht bin ich ja die Gefahr. I am the danger. Mein Vater sagt, dass es irgendwann einen Tempel mit magischen Felswesen gibt. Spinnt er jetzt? Nein, das ist alles echt, das ist alles real. Genauso wie diese Schriftrolle.
Lenny fand eine von Elissas Schriftrollen. Elissa ist eine Novizin der Rose in der Kapelle des Blütenschlosses. Wenn Lenny ihr die Rolle zurückbringt, bekommt sie von Elissa vielleicht eine Belohnung. Elissas Schriftrolle besagt: Ich habe meine Freunde im Königreich besucht, bevor ich mich aus dem Schloss schlich. Nur für den Fall, dass ich von Gaunern gekidnappt, von Hexen gekocht oder sonst was werde. Es ist eine gefährliche Welt da draußen, aber ich bin bereit, Orte zu erforschen, wo sich nur wenige hintrauen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja auch einen meinen Seelenverwandten in einem anderen Dorf. Oder noch besser, lerne einen coolen neuen Zauberspruch. Warum habt ihr das in ihrem Haus? Das gehört nicht euch. Kids rocken, erwachsene foppen. Was? Was ist das für ein Buch? Das nervt. Ich kann echt nicht glauben, dass uns die Erwachsenen nicht auf dem Friedhof spielen lassen. Die sagen, wir würden die Geister der Verstorbenen stören. Tja, wir haben keine Angst. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber nur, weil wir manchmal Stimmen aus der Gruft hören. Billy sagt, dass es ein Geist ist. Ja, das ist aber auch Billy, du. Der uns runterlocken und unsere Körper stehlen will. Was für ein Weichkeks. Ich wette, es ist ein Geist, der uns zu einem versteckten Schatz bringen will. Was soll's, Zeit, dass wir einen anderen Ort zum Abhängen finden. Ich frage mich, ob jemand in diesem Turm nördlich vom Friedhof lebt. Hä? Ist das einfach mein Stuhl? Der gehört jetzt einfach mir. Ciao. Ich kann damit nicht raus, schade. Warum war da Geld runter? Wieso habt ihr Geld unter euren Sitzen? Man sagt, dass überall im Königreich Schatztruhen versteckt sind. Wer es findet, das behalten. Ach, so ist das. Zum Rosigenhammer. Hat das Schild gerade gesagt. Danke, Schild. Haha, ich plündere euren Vorrat. Das ist meins. Und das hier sieht aus wie ein Schmied. Schmiedrich, hallo. Kleine Lilly, du wirst im Thronsaal erwartet. Komm noch mal zu mir, wenn du fertig bist. Okay, verstehe. Wir kriegen erst später ein Schwert. Mann, ich will es aber jetzt haben. Wo ist denn das? Ist es hier oben? Vermutlich, oder? Hast du dir die Läden im Ort mal angesehen? Die haben tolle Items im Angebot. Ja, ich habe 3 Cent. Weiß nicht, ob das reicht. Wusstet ihr, dass alle früheren Könige genau unter diesem Schloss begraben sind? Dort unten ist es gruselig. Okay. Vor einem Kampf habe ich keine Angst. Eine der rothaarigen Schwestern nach einem Date zu bitten hingegen. Kann ich verstehen. Lilly hat soeben einen Portalschein entdeckt. Wenn sie einen weiteren aktiviert, kann sie sich zwischen beiden teleportieren. Oh, das ist aber nett. Das ist aber nett. Die Ritter des Kleeblatts sind viel cooler als die anderen Ritter. Ich meine, ihr habt Style mit eurem rot-pinken Outfit. Hat was. Diese Rüstung lässt sich zu schwer anlegen, vor allem wenn Not am Mann ist. Okay. Ich hätte lieber Wachdienst, als diese fürchterlichen Erledigungen für Krokus zu machen. Wusstet ihr, dass alle früheren Könige genau unter diesem Schloss begraben sind? Warum sagt ihr das Gleiche? Dann rede ich halt nicht mit euch. Nö, dann nicht. Gehen wir ins Schloss, dort werden wir erwartet. Glücklicherweise traf Lenny noch rechtzeitig zur Zeremonie ein. Ich sehe wohl die neue Königin geworden oder so. Ohoho, nicht ganz. Und zu guter Letzt küre ich dich, Lady Lilly. Was eine Lady, Opa? Das soll Sir Lilly heißen. Na, oh, wenn du meinst. Ich meine Sir Lilly. Yay, hee him, let's go. Erhebe dich, Lilly. Du bist nun eine Ritterin der Rose. Aber das sollten wir doch gar nicht werden. Ritterin der Rose, cool! Das Wohlergehen dieses Königreichs wird einst auf euren Schultern ruhen, junger Krieger. Unser Hexer Krokus wird die Ritter nun segnen. Allerdings, Bruder, möge die Rose stets mit euch sein, ihr Ritter. Herr gehört, Rekruten. Die Verliese sind mit Ratten verseucht und müssen gesäubert werden. Gibt es Freiwillige? Nein, das ist gruselig, Mann. Lilly, großartig! Der Eingang zum Verlies befindet sich im Korridor links von der Bibliothek. Konsultiere deine Karte, falls du dich verläufst. Mit Schild und Schwert gerüstet war Lilly nun eine echte Ritterin der Rose. Und jetzt geht's richtig los! Yeah! Jene mit Stolz, junge Ritterin. Werden wir, werden wir. Jaho! Und wir haben ein Schild. X. Und es vibriert. Mein Controller vibriert sogar. Oh, wenn ich hier einen Dreierschlag mache, dann auch. Warte, hier ist es oder wie? Nicht? Ich habe jetzt nicht
genau drauf gehört, wo es ist. Vielleicht ist es ja der Eingang draußen oder weil ich hier links? Wir können ja links und rechts noch rein. Es gibt schon mal viel zu erkunden. Hallo. Ach, Ritter sind in der Bibliothek willkommen, aber seid bitte ruhig. Ist das ruhig genug für dich? Sowohl Frauen als auch Männer können sich den Rittern unter den Novizen anschließen. Das ist doch gut. Möge König Orchidee Frieden haben und ein langes Leben. Solltest du nicht im Schloss sein und ritterliches Zeug machen oder so? Ja, mach ich ja gleich. Ich möchte eines Tages bei den Druiden und Golems Zuflucht studieren. Du wirst ein cooler Schwertkämpfer werden? Dann spitz die Ohren. Wenn du von Feinden umzingelt bist, benutze nicht die Wirbelattacke. Echte Krieger killen ihre Feinde umständlich einen nach dem anderen. Verzichte außerdem auf Distanzwaffen. Seinen Feinden hinterher zu rennen ist doch so viel cooler. Vor allem, wenn sie tödliche Schüsse auf dich abfeuern. Und denk dran, Schilde sind für Warmdusche. Echten Helden macht es gar nichts, auf die Fresse zu bekommen. Zudem dieser Move den Feinden Angst einflößt, falls du überlebst. Wirklich in der Kutte, Mollig? Bisschen. Aber macht er nicht. Oh, jetzt müssen wir auch nicht mehr in die Hand nehmen. Jetzt können wir die einfach zerschmettern mit unserem Schwert. Oh. Lilly betrat das eisige Verlies, ohne auch nur eine Ahnung von den Gefahren zu haben, die vor ihr lagen. Wieso? Was war da los? Das Blütenschloss wird niemals fallen, solange wir hier sind und es beschützen. Wachdienst ist genauso spaßig, wie es aussieht. Also, nicht so spaßig. Es wirkt ziemlich boring, wenn du mich fragst. Boah, kann ich das bitte auf B legen? Ah, oh, danke. Jetzt habe ich beides auf B, hä? Egal, besser ist es. Das ist so komisch, auf X? Was war ein Schalter? Schalter muss man schlagen. Die ragen so aus dem Boden hervor, okay? Wie so ein Pilz. Die Statue war krass. Nee, was hat er gesagt? Also ich kann nicht ziehen, aber wir sind da richtig strong. Aha. Utsch, aua. Mist, aua. Mano. Wuhu. Lilly fand einen Heiltrank. Sie konnte ihn jederzeit benutzen, indem sie aus der Tasche holt und raustrank. Okay, aber jetzt brauchen wir ja keinen Heal. Noch geht's. Ich habe mich da ein bisschen schlecht angestellt gerade, aber noch geht es, denke ich. Wir können auch gedrückt halten. Aber wir können nicht die Wand untersuchen, ob man da sprengen kann. Aber schaut mal hier. Das hier wirkt auf jeden Fall so, als könnte man hier später eine Bombe benutzen. Oder was meint ihr? Vielleicht sollen wir uns das merken. Oder auch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, ob wir 100% machen oder nicht. Sind das Banditen? Ich kann die schlagen, aber die mich nicht. Ha, ihr Loser. Ihr seid solche Loser. Oh, ein Herz. Brumm. Schön. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Abenteuer geht. Vielleicht so 10 Folgen, vielleicht länger. Wir werden einfach unseren Spaß haben. Das sind Pilze. Fungi, was hast du nur getan? Ich kann dich aber nicht rausholen. Ey. Ey. Das ist ein Spinnenspawner. Aua. Bam. Und jetzt schnell weg, bevor da mehr kommen. Wenn man daneben steht, dann kommen da viel mehr. Was? Ach, die gehen kaputt! Oh! Aufpassen! Nein! Ich darf nicht immer spammen. Ich muss immer erst dann drücken, wenn ich da bin. Das sollte ich mir merken. Und jetzt runterspringen! Lilly konnte niedrigere Ebenen erreichen, indem sie sich an die Kante stellte und hinunterhüpfte. Boing! Der Salto. Aber ich finde es interessant. Das Ganze hier ist einfach nur eine Geschichte, die uns der Opa erzählt. Während er auf die Kinder aufpasst. Um eine Wirbelattacke zu machen, musste Lilly ihr Schwert halten und loslassen, nachdem sie genug Energie aufgebaut hatte. Sie konnte außerdem eine Sprungattacke ausführen, indem sie während der Wirbelattacke zuschlug. Wie wisst? Oh, einfach Spam danach. Statt loslassen, spammen. Bam! Cool. Das Moveset ist auf jeden Fall not bad. Lilly traut ihren Augen nicht, als sie sah, wie Unmengen von Pfeilen über einen unwegsamen Pfad geschossen wurden. Ich werde hier gut verfallen. Das will ich mal hoffen. Brumm. Und wir kriegen auch Knockback. Wir werden ein bisschen zurückgeschoben, müssen aufpassen. Von andere Seite. Andere Seite. Gut. Gutes Mädel. Und renn! Nein! Also, ich muss den ganzen Weg neu machen.
Das ist ja lame. Schnell durch, schnell durch. Und. Bumm. Oh, auch nicht. Sehr gut. Ja, das war ein bisschen lame jetzt. Bam. Was, ich kann Vasen nicht auf andere Vasen werfen? Hm. Seltsam, wenn ihr mich fragt. Tschüss. Oh, ich hab B gedrückt. Ich hab B gedrückt, nicht A. Ja, in manchen Spielen ist ja B schlagen und A schützen. Manchen Zelda-Games zum Beispiel. Ist immer anders. Warte mal, hier ist jemand vergraben. Ja, kann ich nicht rausgraben, aber warum sollte ich auch? Brauche ich ja keine Leichenschändung hier machen. Zumindest nicht mein Ziel gewesen. Didlum, didlum. Verschwindet! Ja, die kommen so. Die bleiben so stehen. Wenn du dann in die Nah ankommst, dann bewegen sie sich auf einmal. Okay, hier ist wahrscheinlich eine Königin oder so. Kann ich nicht ziehen? Muss ich eine andere ziehen? Den hier muss ich ziehen. Ah. Ist also nicht immer das gleiche Rätsel. Und nee, das ist eine Prinzessin. Oder vielleicht ist das ja König, Königin, Prinzessin. Vielleicht kommt auch ein Prinz. Wer weiß. Was ist denn jetzt hier die richtige Statue? Du bist es. Nein. Du? Du bist es. Aha. Hab ich dich. Vielleicht können wir irgendwann sprinten mit unserem Schwertschlag. So wie in der Link to the Past. Das wäre cool. Und schaut mal. Hier ist einer dieser Warpsteine. Ein zweiter Portalstein. Lilly kann nun zwischen allen Portalsteinen reisen, die sie findet. Das hat so ein bisschen so einen Donkey Kong-Sound, wenn man speichert. Oder? Bin das ich? Oh, verdünnisiert und maximiert. Hier sind wir. Oh, ist doch ganz fröhlich. Aber wir sind noch nicht fertig im Schlossverlies. Wir müssen doch einmal zurückkehren. Oh cool, die Vasen respawnen. Und ich bin wieder full heal. Let's go. Im hintersten Raum des Verlieses fand Lilly die Quelle des Lärms. Es war der König der Ratten. Ah, süß. Der bedrohliche Rattenkönig wird Lillys erste echte Herausforderung als Ritterin sein. Du wirst eine köstliche Mahlzeit für meine Kinder sein, wenn ich dich in Stücke zerrissen hab. Ey, was soll das denn? Nimm deine blöde Bombe, Mauser. Oh Gott, warum kommen da so viele Ratten? Ah. Bam! Wuhu, ein Herzcontainer! Mit einem zusätzlichen Herz war Lilly nun sogar noch stärker. Nice, das war also das Tutorial. Hat mir gefallen. Aber warte mal, hier ist noch was. Hätten wir Bomben gehabt, können wir das jetzt auch noch aufmachen. Wir haben schon mal zwei Bombenauto gefunden, müssen wir uns merken. Wir kriegen als Belohnung... Oh, okay. Die Bomben! Mein Lehrer sagt, Sprengstoff ist gefährlich. Recht hast du, Chris. Aber unsere junge Ritterin konnte ihn dazu gebrauchen, Gegnerhindernisse oder brüchige Wände zu zerstören. Ja. Haben wir unendlich davon? Ah, wir haben so eine Energieleitung. Oh, ich komme nicht raus. Ich kann nicht backtracken. Okay, dann machen wir weiter. So. Nach dem Sieg über den Rattenkönig betrat Lilly die geheime Passage. Dort fand sie einen Raum voller wunderlicher Düfte. Sie hat also das Klo gefunden? Wie? Nein, nein, es war Krokos Geheimlabor. Cool, ich wünschte, ich hätte ein Geheimlabor. Eben dort fand Lilly eine schreckliche Notiz, die Krokos bösartigen Plan enthüllte. Ja, fand ich das? Erstmal fand ich hier Schätze. Wie zum Beispiel das hier. Wenn Lilly noch drei von diesen Kristallen fände, würde sie noch mehr Energie haben. Ja, okay, ist wirklich so. Wie ich mir gedacht habe. Wofür das da ist. Ram, ram, ram. Ja, so ein Menü sehen, genau. Hier ist noch ein Buch. Ich kann damit nicht interagieren, schade. Mit den Büchern auch nicht. Na gut. Krokos schändlicher Masterplan. Lesen verboten, außer du bist ich. Bald werde ich mächtig genug sein, um einen Schlafzauber zu hexen auf meinen törichten Bruder, König Orchidee. Mit ihm aus dem Weg werde ich eine Armee im Ödland formen und damit das Königreich stürmen. Der blumige Thron des Blütenkönigreichs wird endlich mein sein. Als sie das gelesen hatte, rannte Lilly los, um den König so schnell wie möglich zu warnen. Herr König! Doch leider kam sie zu spät.
Krokus hatte bereits begonnen mit seinem unheilvollen Fluch. Nein! Wie sehr ich doch auf diesen Moment gewartet habe, teuerster Bruder. Du wirst sanft schlummern, während ich das Königreich mit meiner eigenen finsteren Armee erobere. Deine treuen Untertanen werden sich bald vor ihrem neuen Hexenkönig verbeugen. Stopp! Was haben wir denn da? Du hast dich mit dem falschen Hexer angelegt, schwächlicher Rekrut. Boah! Schlafe, mein Bruder, schlafe! Nein! Das kann doch nicht sein. Lilly ist tot und der König verflucht? Wieso, Opa? Wieso? Sie kann gar nicht tot sein, Blödi. Die Geschichte hat erst angefangen. Ohoho, das stimmt. Indem er den König mit ewigem Schlaf verfluchte, konnte Krokus schließlich handeln. Was für ein Kotzbrocken. Oh nein. Der Hexer Krokus hat Verderben über den König gebracht. Doch habt keine Furcht. Ritter, die Zukunft des Königreichs ruht auf euren Schultern. Mit Hilfe dreier Zutaten, die ihr außerhalb dieser Mauern findet, können wir ein legendäres Serum zur Aufhebung des Fluches brauen. Ohne unseren König wird Krokus eine Armee aufstellen und uns den Untergang bringen. Wir werden unseren geliebten König nicht enttäuschen! Angetreten! Was mit Lilly? Sie wird auch mithelfen, oder? Oho, was denkt ihr, Kinder? Lilly ist mutig, klar wird sie mithelfen. Wo ist die erste Zutat? Ich möchte die Ritter unterstützen. Diese Aufgabe ist viel zu riskant für einen neuen Rekruten. Bleib hier und führt euer Training fort, Grünling. Aber... Trotz ihrer Anweisungen war Lilly fest entschlossen, die Rettung von König Orchidee zu unterstützen. Sogar wenn das bedeutete, in fremde, gefährliche Regionen zu reisen, von denen sie nur aus Geschichten weiß. Orte, die auch echte Ritter nur bang betreten. Sie hat keine Angst. Ja, also wo muss Lilly jetzt essen, Opa? Sie muss nach... ich hab's, glaube ich, vergessen. Opa! Wartet, jetzt weiß ich's. Lilly muss an einen uralten Ort namens Golems Zuflucht. Dort findet sie die erste Zutat des Tranks, Feenklee. Wuhu! Um Golems Zuflucht zu erreichen, muss Lilly vom Blütenschloss in die Wildnis nach Süden. Nach Süden? Also nach unten? Alles klar. Das war der Prolog, so gesehen. Das Tutorial. Der König wurde in einen Schlaf verzaubert. Schatzprinzessin Zelda ist jetzt der König dran. Wir haben ja auch keine Prinzessin Zelda, die ist tot. Haben wir ja unten ein Grab gesehen. Wahrscheinlich war es deshalb so einfach für diesen Hexer. Jeder liebt meine Suppe. So doof, dass wir die Pilze ausgehen. Die zusammen ist gefährlich, wisst ihr? Der Kerl, den ich sonst dafür anheure, kam bisher nicht zurück. Glaubt ihr, er ist... Seid ihr mutig genug, dann bringt mir 20 Pilze und ich entlohne euch fürstlich. Okay. Nimm, was ein Hexer Krokus sagt, jagt mir einen kalten Schaum in den Rücken. Ist es wichtig, mit allen zu reden, weil es sind so viele NPCs? Es ist lange her, dass Krokus neue Zauber mit uns geteilt hat. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Bis wir irgendwie rauskommen. Wie komme ich hier raus? Na, 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 na. Ah, wahrscheinlich hier. Danke, Jungs. Gute Arbeit geleistet. Ich muss gehen. Oh, ich kann die... Warum kann ich die umbringen und krieg Geld dafür? Spiel! Was ist das für eine Message? Was soll das? Unfassbar. Oh, hallo. Ich bin ja im richtigen Haus, glaube ich. Skald. Jeder sagt, dass mein Haar das leuchtendste ist. Stimmt doch, oder? Ja, heller als du selbst wahrscheinlich schon. Wir mögen zwar Fünflinge sein, aber ich denke trotzdem, dass ich die schönste bin. Fünflinge? Ich sehe vier Frauen. Ich nehme unserer fünften Schwester ihren Auszug nicht übel. Ja, okay, die kann euch auch nicht ausstehen, scheinbar. Wir wären alle schön längst verheiratet, wenn wir nicht so wählerisch wären. Na gut, ne? Ein Herzteil kriegen wir von den Schwestern aber trotzdem. Oh, ein Herzteil, davon muss ich noch ein paar sammeln. Ja, davon muss ich noch ein paar sammeln. Was? Wieso ist da das Rechteck? Das sind wir oder wie ist das gemeint? Ach, vielleicht ist das Rechteck, wo wir hin sollen. Ja, der rote Punkt ist, wo wir sind. Wir sollen nach da unten. Es kann also ein bisschen dauern, bis wir ankommen. Noch einmal treiben sich Hexen außerhalb des Schlosses herum. Sie sind jedoch nicht alle böse. Passt bloß auf. Okay, nein, ich würde lesen. So wird mit einer Blume. Okay, man kann trotzdem lesen. Ins Inn.
Hallo. Die Pilze hier draußen sind tödlich, Specken gekocht, aber lecker. Dieser Typ erzählt die besten Geschichten. Ist das so? Herr William, ach, eins war ich, ein Erzähler von Geschichten, ein Weber des gesprochenen Wortes. Oh, meine Erzählungen waren die besten im Lande, aber der Jugendanteilnahme kann ich wohl einfach nicht gewinnen. Ich erwäge, Requisiten einzubauen. Was denkt ihr? Aber welche Requisiten würden funktionieren? Könnt ihr dieser Tage lieben die Gewaltsamkeit und Blutdrunst? Wenn ihr mir ja einen Schädel brächtet, würde mir das gewiss ihre Aufmerksamkeit bringen. Willst du einen Schädel haben? Ich komme hier jeden Morgen für eine heiße Tasse Tee vorbei. Bitte sagt dem Großoffizier nicht, dass ich hier bin, ich habe Arbeit. Idiot. Wieso kann ich alles kaputt machen für Geld? Wie dumm ist das denn? Oh Mann. Blumenbade. Ich reise durchs ganze Königreich, um Inspiration für meine Lieder zu finden. Was für ein Leben. Möchtest du ein Lied hören? Sing a Lied for me. Rot ist die Rose, die im Königreich blüht. Hübsch ist die Lilie im Tal. Klar ist das Wasser, das in Golems Zufuhr fließt. Doch meine Liebe übertrifft sie tausendmal. Überquert die Berge, mein schönes Blütenkind. Überquert sie vor euren Liebsten. Ihr wählt die Pilze und ich wähle den Topf. Und unsere Liebe wird köcheln für immer. Danke. Warum auch immer. Nochmal Pilze bekommen sofort. Ja, ich hätte auch gerne eine. Zum Mitnehmen aber bitte. Okay, man muss also in Geld reinrennen. Du kannst es nicht mit dem Schwert aufsammeln. Hm. Stört mich ein kleines bisschen, aber passt schon. Und was ist euer erster Eindruck von diesem Game, hä? Ich bin zwar ganz putzig bisher, aber wir werden erstmal schauen. Da haben wir erst so das Tutorial gemacht. Und sonst nichts, geht nie ab. Ich liebe es, Krüge zu sammeln. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich fürchte, mein Bruder dreht durch. Der Trimmer liebend gerne seine dummen Krugensammlungen. Ja! Ja! Ich hasse Krüge, ich hasse sie, die Pest. Jeder einzelne von diesen Krügen. Die sind so hässlich. Meine wunderschönen Krüge, was habt ihr getan? Das hast du davon. Gib mir dein ganzes Erspartes. Und den Schatz nehme ich auch noch mit. Ein Herzteil. Also können wir nur 99 Cent mitnehmen? Muss man den Laden finden. Nein, meine wunderschönen Krüge. Hat dich meine Schwester so angestiftet? Ach komm schon. Du findest ein besseres Hobby als Krüge zu sammeln. Oh man. Warte, was ist denn da unten? Ah, da kann er wirklich runter. Die Ritter lieben ihren Vorgesetzten wohl sehr, oder? Ja. Sind sehr loyal. Was nichts Schlechtes ist. Und hallo. Willkommen im Postamt des Blütenkönigreichs. Ihre Nummer 1 ist der Zustellung von Briefen und Paketen. Wir suchen gerade nach verlässlichen und abenteuerlistigen Aushilfen, die Post im Land ausliefern. Hm, ein kleines Mädchen anheuern? Wieso nicht? Lust auf einen Job? Aber ich bin erst 12. Ja, und du kannst auch im jungen Alter schon Geld verdienen. Da hat er nicht unrecht. Großartig, du fängst heute an. Beziehungsweise jetzt sofort. Bring diesen Brief zu Carmine, eine von den rothaarigen Mädels. Sie lebt südlich von hier. Wir wollen sowieso nach Süden, von daher passt das. Wir haben einen Nebenjob, Freunde. Und nein, wir haben nur zufällig genau 99 Münzen vorhin gehabt. Man kann mehr als das haben. Gut. Viel auch besser so. Der Hofkoch ist ein Genie. Ich liebe seine Pilzsuppe. Aha. Ein super kleines Häuschen. Hallo. Ein Brief für mich? Ich frage mich, ob er von einer meiner Schwestern kommt. Die betteln mich ständig an, heimzukommen. Aber von wegen, geh zurück zum Postmeister und richte meine Grüße aus. Okay. Werde ich tun. Aber was ist denn da im Keller? Schätze, die nehme ich einfach mal mit. Moneten! Ja, Mann! Alles meins. Und noch mehr. Einfach ihr Erspartes geklaut. Och, Lilly. So eine sind wir also heute, ja. Das geht aber echt gar nicht. Egal. Gute Arbeit bei der Briefzustellung. Nicht, dass es sonderlich schwierig war. Egal, hier ist ein nächster Brief. Der ist sehr wichtig, sei also vorsichtig. Er muss an Jennifer in Golems Zuflucht zugestellt werden. Sie lebt bei den Druiden. Weit weg von hier. Jessica bei den Druiden? Mann, diese Jessicas sind immer alle gleich. Oh Mann, ey. Okay, dann geht es nach unten weiter. Nach unten weiter. Mhm, mhm.
Hier geht's nicht weiter. Hä? Also dann nach links, oder wie? Da waren wir doch. Irgendwas blicke ich hier nicht. Schauen wir erstmal. Wer bist du denn? Die Mauern, die unser Königreich umgeben, bewahren uns vor allerlei Gefahren da draußen. Okay, ich finde das schade, dass manche NPCs einfach das Gleiche sagen. Da habe ich das Gefühl... Oh, danke. Da habe ich das Gefühl, ich sollte vielleicht nicht mit allen reden, weil die meisten Müll labern. Aber manche von denen sagen was Wichtiges. Ist das einfach komisch? Warte mal, warum geht die Musik hier ab? Na, wo sind wir denn jetzt? Außerhalb des Schlosses. Okay. Wir waren auf dem Weg zum Blütenschloss, als der Hexer Krokus den König verfluchte. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier draußen campieren, bis sich die Lage geklärt hat. Mach das. Hallo, wusstet ihr, dass es überall im Königreich altertümliche Wunder gibt? Ehrlich wahr? Vielleicht kreuzen sich unsere Pfade mal wieder, wenn ich unterwegs bin. Okay. Da oben ist ein Pilz. Sieht nicht gerade nett aus. Wir warten auf unseren Vater. Er ist der Holzfäller im südlichen Wald. Meine Mama hat Angst davor, ins Schloss zu gehen. Sie sagte, wir sollten uns besser fernhalten wegen eines bösen Hexers. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht, eure Mutter. Hört auf sie. Und nice. Ein weiterer Teleportstein. Was sind hier? Vögel. Töten wir sie. Warum ist das der erste Instinkt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Halt! Holt euch die Truhe, bevor die Zeit um ist. Und der Inhalt gehört euch. Wollt ihr meinen Parcours versuchen? 10 Münzen. Okay. Was muss ich machen? 3, 2, 1, los! Da kann ich nicht rein. Oder? Oh, das war langsam, okay. Nicht ins Wasser. Hier lang. Bam. Alles kaputt hauen. Alles schnell. Pilzmenschen. Pilzmenschen. Ich habe Angst vor Pilzen und die geben mir auch irgendwas. Egal, weg, weiter. Ein Herz. Schön. Da ist ein Schatz. Oh oh. Was? Wie jetzt? Ich kann das gar nicht machen. Hä? Bin ich blöd? Bombe? Oh! Ich kann Steine wegsprengen. Nein! Ernsthaft, nur weil ich es nicht gecheckt habe? Nein, da gebe ich jetzt nochmal 10 Münzen aus. Das ist mir zu blöd. Das mache ich jetzt nochmal. Ja, wirklich? Ja, los. 3, 2, 1, los. Okay, wir haben hier wirklich sehr viel Zeit. Mehr als man braucht. Um alles zu machen, alles zu holen. Immer mit dem Schwert schlagen, dadurch ist man schneller. Ja, und die einen Sentiments, die hole ich jetzt nicht. Ja, so ein paar kann ich zwar holen, maybe, aber nicht alles. Lohnt sich wirklich nicht alles zu holen. Und die kann man alle besiegen, da hat man noch Zeit für. Ich habe nur so viel Zeit verschwendet. Weil ich das nicht gecheckt habe, dass man die Sachen wegsprengen kann. Boom! Wie instant das auch ist, ne? Ja, jetzt beeile ich mich mal. Weil ich will es auf jeden Fall schaffen. Achso, man muss hier nur landen. Okay. Ha. Huh. Ein Herzteil für uns. Damit haben wir schon 3. Glaube ich. Müsste. Müsste schon so sein. Okay. Nettes kleines Minigame für den Start. Was haben wir hier? Na, Durchgang. Aber wohin? Ah, wir müssen nach links. Wir sind ja also zum Teil richtig. Ah, das sind Banditen. Ah, die sind böse. Besiegt sie. Verdammt, die wollen meine Moneten klauen. Das geht gar nicht. Ich dachte aber, es gibt hier einen Laden irgendwo. Ich habe zumindest noch keinen gefunden, irgendwie. Die haben ihren Schwertschlag drauf. Verschwindet! Ich darf hier jeder nicht so lange berühren. Ich muss aufpassen. Und manchmal können Münzen hinter Steinen oder hinter Bäumen sich verstecken. Oh! Hallo! Hallo, Schriftrolle! Elissas Schriftrolle. Die Novizen haben uns vor magischen Medaillons gewarnt, die gegen uns verwendet werden können. Sie wurden vor langer Zeit von einem Hexer hergestellt, um Leute ohne magische Fähigkeiten die Kraft zu zaubern und zu verschaffen. In der Wildnis ist die Fähigkeit, Feuerbälle zu verschießen oder Blitze zu beschwören, sicherlich sehr nützlich, selbst für einen Ritter. Aha, wir sind doch ein Ritter. Hoffentlich finden wir diese Schriftrolle, dann können wir diesen Zauber bewältigen, das wäre doch cool.
Oder nicht? Oder nicht? Und da ist eine Höhle. Hehe. Oh, wie schön das hier aussieht. Ja, das vierte Herzsaal. Ein weiteren Herzcontainer wurde uns hinzugefügt. Ein Klassiker. Okay, genau hier an diesem Bildschirm sind wir richtig. Aber warte mal, wenn wir hier lang gehen. Ja. Huja. Vogel. Böser Vogel. Stirb. Verreck. Bumm. Schade. Das Gefühl, der Vogel versteckt irgendwas. Nee. Ist einfach nur ein Vogel gewesen. Ah, über ein Loch. Ah, keine Sanft so lang wie behandelte, aber ist auch in Ordnung, schätze ich. Ah, ist das was mit Bomben. Ah, Mann! Mist! Ist das was mit Bomben regeln, oder? Hier eine Bombe? Aha. So. Einfach hier hin. Und dann bumm. Hm? So hier. Ah, verdammt. Der Kontakt explodiert hier sofort. Nein. Manu. Stopp. Da hinten sind auch noch welche. Das können wir noch gar nicht schaffen. Oh, schade, das können wir noch gar nicht schaffen. Aber wir haben es zumindest schon mal gefunden und sollten es uns merken. Aber man kann ja nichts markieren, ne? Nee, leider nicht. Nicht, dass ich wüsste. Na schön. Und das ist jetzt auch uninteressant. Komm, wir gehen wieder zurück. Das hier wirkt mir ziemlich uninteressant. Boing. Wir wissen, dass hier unten jemand ist. Am Ende des Docks wartete ein alter Druide auf seinem Boot. Er war Lillys einzige Hoffnung, um Golems Zufuhr zu erreichen. Fahren wollte wie? Zu Golems Zufuhr wie? Ja. Na gut, los geht's, wie? Das ging ja schnell. Das Spiel lässt wirklich nicht auf sich warten. Alright. Sollen wir hier wegziehen? Ne, geht nicht. Das ist ein Rückweg hierhin. Na gut. Ist da was? Ich glaube nicht. Freunde, wir sind hier jetzt in der Zuflucht. Aha. Finden wir hier vielleicht den ersten richtigen Dungeon? Lilly betrat Golems Zuflucht zum ersten Mal, aber etwas war faul. Die Druiden wurden angegriffen. Von was denn, Opa? Na Logo, von Krokos Gehirn gewaschenen bösen Bogenschützen natürlich. Nee, die haben ihre Felsmonster geschickt für die Drecksarbeit. Oha, klingt beides ziemlich fürchterlich, aber... Naja, Golems halt. Golems, die von dunkler Magie zum Leben erweckt wurden, erschienen, um die Druiden auszulöschen. Das macht doch mehr Sinn, oder? Golems? Ich meine, der Name sagt ja schon, dass wir hier Golems sehen werden. Und du bist ein Golem? Aua! Nimm das! Take this! Eine Feder. Und ein Teleporter. Bam! Sehr geschickt. Aua! Okay, ich spring mich damit nur selbst in die Luft. Da kommen wir nicht rein, scheinbar. Sehr schön. Einfach Hack and Slash durch alles durch. Das war's. Wo bin ich denn jetzt? Hab Dank für unsere Rettung, edle Ritterin. Bitte kommt herein. Oh. Ihr seid um ein Vielfaches jünger als die anderen Ritter, die hier vorbeizogen. Sie sind bereits im Tempel aufgebrochen, einem der letzten Orte, wo noch immer Feenklee wächst. Aber ich fürchte, ihre Ungeduld wird ihnen im Wege stehen bei der Aktivierung der magischen Steine, die den Eingang behüten. Man muss Acht geben und den Tönen präzise lauschen, nicht dreschen wie ein Flegel. Du Dreschflegel. Solltet ihr dorthin wollen, dann seid auf der Hut vor den von uns abtrünnigen Druiden. Sie dienen nun dem gefürchteten dunklen Hexer. Okay, neues Ziel markiert.
müssen in die Ecke, nach oben links. Da geht's scheinbar weiter. Ah, und jetzt haben sie ihre Tore aufgemacht. Ja, jetzt habe ich die Fehler nicht aufsammeln können, ne? Böse. Aber okay. Die Prophezeiung tritt ein. Wir sind verdammt. Verdammt, sage ich. Oh oh. Die werden hier langsam verrückt, die Typen. Eine Wiederbelebungsblume. Man sagt, sie stellt die Lebensenergie des Besitzers wieder her, wenn er zum Tode nahe ist. Aha. Nett. Sag ich nicht nein zu. Wer will das schon? Hallo. Ich raube eure Schätze aus. Warum tragt ihr keine Rüstung wie die anderen Ritter, die vor kurzem hier vorbeikamen? Weil ich so krass bin, ich brauch keine, ja? Und das ist jetzt mein Schatz, nicht mehr deiner. Ich bin eigentlich kein Ritter, ich bin Robin Hood, Lily Hood. Ich nehme, was mir gehört, denn ich bin arm und ihr seid reich. Oder so, warte, ich soll vielleicht mit ihr reden, ne? Ich gehe aber wieder raus, wenn sie keinen Schatz hat. Ich suche den ganzen Tag nach verschollenen Artefakten, obwohl ich eigentlich nur eine Schüssel Pilzsuppe möchte. Ich tausche die Schüssel Pilzsuppe gegen dieses wertlose Artefakt, das ich letztens gefunden habe. Deal? So, ich habe aber keine. Noch nicht. Diejenigen, denen die Geduld fehlt, werden es nie in den Tempel hineinschaffen. Ja gut, dass wir Geduld haben, ne? Hab ich doch hoffen. Die uralte Magie, die noch immer durch die Wände unseres Tempels fließt, macht ihn zu einem gefährlichen Ort für Eindringlinge. Ich hoffe, der Baumlord ist in Sicherheit. Was, der Baumlord? Wieso habt ihr einen Baumlord? Oh, hier ist ein Schatz. Hab ich gar nicht gesehen. Eine Butterfly! Ein Blütengeist! Diese mächtigen Wesen helfen demjenigen, der sie freilässt. Was, ein gruseliger Geist, Super? Hatte er große rote Augen und spuckte er Feuer und so? Quasi. Er hatte große Flügel und Fühler auf seinem Kopf. Okay. Also wir haben Angriffshilfe, den sollten wir vielleicht beim Boss verwenden, oder? Wenn wir beim nächsten Mal bei einem Boss sind. Klingt zumindest so. Alright. Zauberer und Sprengstoff sind gegen Steingegner viel effektiver als das Schwert. Ja, das haben wir noch gesehen. Das mussten wir ja sogar machen. Oder? Die alte Magie, die noch immer durch die Wände unseres Tempels fließt. Ja, ja, habt ihr mir schon erzählt. Alles Mögliche habt ihr schon erzählt. Und eine Schriftrolle. Von Elissa schon wieder. Die Droiden. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen weggemacht. Egal, hier ist ja der Text. Irgendwas mit Studieren. Ein Felsenhaustier. Wuhu. Warte mal, das Spiel neu gestartet. Jetzt kann ich mir das doch nochmal durchlesen. Yippie! Elisas Schriftrolle. Die Druiden in Golems Zuflucht sind sehr freundlich. Naja, bis auf den Druidenältesten. Er mag einfach keine Außenseiter. Die anderen haben sich eingeladen, haben mich eingeladen, zurückzukehren und ihre Magie zu studieren. Ich habe ja gesagt, aber nur, wenn sie mir beibringen, mir mein eigenes Felsenhaustier zu machen. Ich müsste es nie füttern oder ihm hinterherräumen. Wuhu! Yeah! Okay, so. Ich glaube, damit haben wir die Stadt erkundet, oder? Oh, hier ist noch ein bisschen was. Zauber und Sprengstoff sind gegen Steingegner viel effektiver. Ja, okay. Du sagst jetzt einfach das Gleiche. Danke. Du alte Magie noch immer durch die Wände. Ja, boah, Mann, nervt das. Sorry, das ist etwas, das mich wirklich nervt in diesem Spiel. Und noch ein Trank? Das sind aber zwei Flaschen. Oder werden die Flaschen sofort aufgebraucht und weggeschmissen, wenn man die benutzt hat? Das ist nicht so wie in Zelda, das ist vielleicht anders. Kann ja sein. Aber dann rede ich nicht mehr mit euch. Dann ist das so. Warum sind die Bilder so... Wenn ich meinen Kopf drehe, sieht das aus, wie das Bild irgendwie... da liegen. Irgendwie fehlt da die Perspektive. Generell die ganzen Gegenstände an der Wand. Das sieht komisch aus. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich hab doch auch keine Ahnung. Von da kam ich gerade, ne? Okay, und hier kann man die Federn wahrscheinlich abgeben, oder? Hallo. Fallmacher. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Ich fertige Pfeile für die Ritter der Rose, die feinsten Pfeile im Land, aus Greifenfedern gemacht. Leider hat eine dunkle Magie diese Ländereien bedrohlich gemacht, aber ihr seht tapfer aus, Mädchen. Sammelt Federn für mich und ich teile meinen Profit mit euch. Ich brauche mindestens 20 Federn pro Lieferung. Oh. Und die habe ich noch nicht. Aber sobald ich die habe, komme ich wieder. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay. Und hier... Achtung, verfluchte Wälder hinter diesen Bäumen. Reisende, aufgepasst. Ach, wir sind keine Reisenden. Wir sind Krieger, wir sind Ritter, wir sind stark. Wir haben hier keine Probleme. Oder?
weiß es ja nicht, aber ich denke es mal nicht. Aber ich denke mal, ihr werdet doch bestimmt einen Like da lassen auf diese Folge und in der nächsten Folge wieder dabei sein bei Blossom Tales. Ja, das Spiel geht ziemlich schnell durch. Also, wir sind ja jetzt schon direkt auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Und ja, bisschen schnelleres Gameplay, weil Zelda muss ja irgendwie 20.000 Cutscenes erstmal anschauen für die Story. Hier ist einfach, ja, der Opa erzählt dir so ein bisschen, was er sich gerade ausdenkt für die Story und weiter geht's. Hier steht also offensichtlich das Gameplay im Fokus. Aber warte mal, wir haben hier ein Secret gefunden. Können wir schon machen? Dann mache ich das noch. Mensch, bin ich froh, dass ihr hier seid. Ich war hier im Graben nach Druiden-Artefakten, als meine Schaufel runterfiel. Lust, mir beim Suchen zu helfen, junge Ritterin? Ich kann es versuchen. Blub, blub. Na gut, aufmachen. Und wir kriegen deine Schaufel. Hä, ich hatte sie hier runtergefallen. Eine Schaufel. Nun konnte Lili nach vergrabenen Schätzen suchen. Sie ist eine Ritterin mit einer Schaufel? Das fetzt. Haha, warte, das verstehe ich nicht. Oh Mann. Und beim nächsten Mal werden wir, glaube ich, einige andere Sachen auch nicht verstehen.